Hey Leute, was geht und willkommen zurück zu einem weiteren Video hier heute auf diesem Kanal, sofort und gleich. Wir sind heute im Playground, wundert ihr euch bestimmt, sofort, warum sind wir denn im Playground, was willst du denn hier schon wieder? Und ja, heute ist ja der letzte Tag der Season 7, also Season 6 bis Season 7, das haben wir erst in 2 Monaten. Und ja, wir werden einfach jetzt heute nochmal die ganze Map uns anzeigen. Also anschauen. Und, Leute, und ich habe einen Trick rausgefunden. Ihr tanzt mal. Punktetafel 0. Und zwar habe ich einen Trick rausgefunden, wie ihr gerade gesehen habt, wie man immer eine 0 bekommt. Immer eine 0 bei der Punktetafel. Also ihr könnt jetzt mal ganz gucken. Geht jetzt einfach mal, wo gehen wir hin? Machen wir mal den hier. Und dann Punktetafel 0. Dab. Ich weiß jetzt nicht. Nee, hier nicht. Das muss schon mal dauerhaften Tänzen sein. Also während ihr tanzt, müsst ihr auf die Punkeltafel wechseln und da habt ihr 0. Immer. Zack. 0. Ihr habt immer die 0. So, und wenn ihr jetzt mal guckt, das ist ja eigentlich wahrscheinlich unmöglich. 8. 2. 0. 5. 2. 3. Also wirklich fast unmöglich. Ja, und jetzt gucken wir einfach mal. Wir gehen jetzt einfach mal Tele-Ecto-Shuffle und Punkteltafel 0. Man hat immer die 0, Leute. Man hat immer die 0. Immer. Das ist so richtig nice. Also man hat immer die 0. Und damit könnt ihr Gegner natürlich richtig auslachen in der Lobby oder so. Und deswegen, ja. Können wir dann einfach mal Leute in der Lobby halt nerven oder sowas. Halt immer die 0. Und die Leute fragen sich da wahrscheinlich auch, woher weißt du, dass immer eine 0 kommt? Also, wie machst du das, dass immer die 0 kommt? Weil die Gegner sehen das ja auch. Immer die 0. Und ja, aber generell, darum soll es eigentlich in dem Video überhaupt nicht gehen. Nur ein bisschen. Und wir gehen jetzt nochmal über die ganze Map. Also wirklich über die komplette Map. Und gucken uns nochmal die ganze schöne Map an von heute. Und vergleichen die dann schön mit der Map von morgen. Ich bin am überlegen, vielleicht ist der Tilted weg. Also es ist generell so, dass in den Packet-Files gefunden wurde, dass die irgendwelche Monster Tilted Towers zerstören sollen. Also das wird auf jeden Fall spannend. Da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Und ja, also das wird extrem nice. Und ja, also wir gucken einfach mal, wir gehen jetzt mal hier runter. Wir lassen uns jetzt mal ganz kurz töten. Und zwar gucken wir jetzt uns nochmal die ganze Fortnite Season 6 Map an, während wir dann morgen einen Vergleich machen zwischen der Season 6 Map und der Season 7 Map. Ihr könnt morgen früh bei einem Livestream einschalten. Da streamen wir das ganze Event live. Das soll ja der krasseste Map-Wechsel der ganzen, also dieser ganzen Season sein. Und da bin ich so gehypt drauf, Leute. Und ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, freut ihr euch schon jetzt auf Season 7? Also wenn ihr es heute noch gucken solltet, am 5.12. Oder feiert ihr das überhaupt nicht so? Habt ihr überhaupt keinen Bock auf Season 7? Ich hab richtig Bock auf Season 7. Und wir gucken einfach mal, wie das Ganze so abläuft morgen früh. Ich weiß nicht, wann wir streamen. Es könnte sein, dass wir um 9:30 streamen, um 10, um 10:30. Weil die Season 7 geht erst los um 11 oder 11:30. Das bedeutet, da können wir dann richtig schön in die neue Season 7 eine Runde auf Playground mal gucken. Wie die neue Map ist. Wir stellen dann euch die ganze neue Map vor. Also da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Und ja, wir gucken uns jetzt einmal nochmal ganz die Map an. Ich weiß nicht genau. Ich glaube, ich gehe jetzt mal ganz aus dem Replay-Modus. Das bedeutet, wir machen mal hier ganz kurz schwarz. Das bedeutet, wir gehen mal ganz kurz hier aus dem Match. Und dann gucken wir, dass wir die ganze Map uns nochmal angucken. Von oben. Die ganze Map. Und dann können wir morgen einen schönen Vergleich machen zwischen der Season 6 Map und der Season 7 Map. Da wird es dann einen richtig nicen Vergleich geben. Und Leute, ihr werdet eine komplett andere Map sehen, weil es wurde ja schon geteasert und es wurde geleakt etc. pp., dass die Map sich komplett verändern wird. Und da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Ja, dann gucken wir einfach mal. Also, generell, ich werde mir morgen einen Battle Pass direkt im Stream kaufen. Ja, gleich wird sich den auch direkt kaufen, wir sind ja beide dabei. Und da wird es auf jeden Fall dann richtig nice Skins geben. Wir stellen wirklich den kompletten Battle Pass vor, machen das auch nochmal als Video. Und ja, also die Leute, die morgen daheim sein sollten, die können dann morgen einschalten. Ja, und gucken dann einfach mal, ne? Also, gehen wir mal hier oben in das Playground-Match und gucken uns dann mal die ganze Map an. Die ganze Map. Und da bin ich jetzt
nochmal schön gespannt auf die alte Map. Die alte Map, wir kennen sie alle. So, übrigens, Leute, wo ist denn der? Da hinten, Leute, ich zeige euch das jetzt. Jetzt, Leute, ihr seht, hier ist da hinten dieser Eisberg. An die Leute, die das noch nicht gesehen haben, gleich auch noch nicht. Da ist der Eisberg. Das bedeutet, ihr könnt euch das Ganze angucken. Wir gehen jetzt mal ganz nach unten, dass wir gelandet sind. Genau, dann können wir nämlich auf Drohne freigehen. Dann können wir nochmal ganz nach oben gehen. Also Leute, erstmal da hinten irgendwo, wo war es denn jetzt gewesen? Ich habe jetzt gar keine Ahnung, in welche Richtung es gewesen war. Auf jeden Fall, Leute, ihr habt es gerade eben gesehen, da war der Eisberg und das ist schon quasi ein Teaser da drauf. Da hinten. Das, ihr seht das ja, das ist so groß. Das ist wirklich so groß. Ja, und es ist halt ziemlich, ziemlich nice und da freue ich mich halt, wie schon gesagt, extrem drauf. Das bedeutet, jetzt fliegen wir noch mal ein bisschen hoch, bisschen hoch. Können wir nicht irgendwie schneller hoch? Nö, anscheinend nicht. So, auf jeden Fall, wir können hier die Map aufmachen. Okay, perfekt. Noch hoch. Hoch. Also, Leute, ihr könnt ja hier sehen, da hinten Paradise Palms, Fatal Fields. Wir können mal hier in den Spectator-Modus gehen. Hier, ihr seht da hinten, da ganz hinten. Hier, da hinten, Spandau, da hinten ist noch Flash Factory hinter dem Berg, da ist Greasy, hier, Wikingerdorf, Snobby, Pleasant, da bin ich auf jeden Fall gespannt, was damit passiert, Chunk Junction, da ist diese Burg, da hinten dran ist Haunted Hills, ich bin am überlegen, ob überhaupt Tilted doch dann sein wird, also, ich weiß ja nicht, also jetzt sind wir in der höchsten Höhe, hier ist Tilted, hier ist Loot Lake, können wir irgendwie die Geschwindigkeit anpassen? Nö. Anscheinend nicht. Auf jeden Fall sehen wir hier Tilted, Salty Springs, dann hier Retail Road Dusty. Da hinten ist Paradise Palms, die ganze Wüste. Ich weiß nicht, was damit passieren wird. Auf jeden Fall wird alles als Eisbiom spawnen. Dann haben wir hier Wailing Woods, Lonely Lodge. Wir haben alles mögliche. Da hinten ist Tiffio City, da hinten. Da ist Lucky. Da überall Shifty Chefs. Da hinten haben wir Fußballstadion. Hier haben wir Loot Lake, beziehungsweise Leaky Lake. Ja, auf jeden Fall mega gehypt auf die neue Insel. Es wird halt so geil sein. So, da hinten ist nochmal das Lama. Hier hinten. Risky Reels, ja. Tomato Temple. So, jetzt gucken wir uns das nochmal ganz an. Hier oben. Hier könnt ihr die alte Map sehen, wie sie jetzt gerade ist. Und morgen sieht ihr dann die ganz andere Map. Hier oben, Chuck Chuck, Haunted Hills, Snobby, Greasy, Flash, Lucky, Paradise, Retail, Fatal, Salty, Tilted, Thrifty, Pleasant, Tomato Temple, Lazy, Risky, Wailing Woods, Lonely Lodge. Und damit seht ihr, jetzt ist das die letzte, das letzte Mal, wo wir auf dieser Map spielen können. Heute und bis morgen früh um 8 Uhr bzw. um 10 Uhr wird das Ganze gehen. Also auf dieser Map spielen. Und danach, ich bin so gehypt in Season 2. Das war hier die geilste Season überhaupt. Und dann gab es ja auch diese Winter Action. Und da war es ja. Oh, das war so schön. Und hier schön nochmal die ganze Map zu sehen. Ja, also. Ich hoffe, das heutige Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir mal ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Morgen gibt es die Season 7. Und seid auf jeden Fall da richtig gespannt auf diesen Livestream. Bis dahin, haut noch rein und tschüss. Ciao.